Ja, guten Abend, herzlich willkommen zum dritten Jour Fitz im 4010 in Berlin. Wir haben heute zwei Dinge vorweg, die ich sagen möchte. Zum allerersten möchte ich gerne dem Team vom 4010 endlich mal danken dafür, dass wir das hier machen dürfen und dass sie so hervorragende Gastgeber sind. Ja, klatscht ruhig. Das war nämlich bis jetzt, ich habe es die ersten beiden Male vergessen zu sagen. Und immer, als alle Leute weg waren, ist mir eingefallen, scheiße, du hast vergessen, dem 4010 zu danken. Der erste Gast heute Abend gehört mittlerweile fest zum Jour Fitz. Er ist, glaube ich, jetzt zum vierten Mal dabei. Er wird heute Abend ein Hörspiel lesen. Hier ist aus Moabit Erasmus von Meppen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hören Sie nun unsere Sudoku-Soap, die Doofmenos, über eine junge Familie in Berlin-Friedrichshain. Wir beobachten Lebenslinien, Schnittstellen, Verläufe der Family 2.0. Die zur öffentlichen Demütigung ausgewählte Familie wurde vom Öko-Institut für gescheiterte Lebensentwürfe als besonders wertvoll eingestuft. Im Mittelpunkt der ersten Folge steht der 25-jährige Vater Tom. Tom hat Schwierigkeiten, den ihm zugewiesenen Rollen des Alleinverdieners und Doofmanns gerecht zu werden. Ey, das ist überhaupt nicht wahr. Ich bin überhaupt kein Doofmann. Ob ich vielleicht Programmierer bin? Ich bin total intelligent. Bereits als Informatikstudent hat Tom das berühmte Online-Spiel World War of Wehrkraft entwickelt und könnte heute Milliardär sein, wenn er die Rechte nicht gegen ein Wachturm-Abo der Zeugen Jehovas eingetauscht hätte. Das von ihm erfundene Pazifistenspiel World of Wehrkraft Zersetzung wurde leider ein Flop und finanzielles Desaster. Ja, scheiße, ey, dabei ist es total schön, da kannst du Panzer mit Bionade wegätzen und sowas. Menno. Toms Frau Inka ist 24 Jahre alt und studiert was mit Mädchen in den Medien. Sie hat Tom bei der gemeinsamen politischen Arbeit auf einem Internetportal namens Riesenruine kennengelernt und auf einem Bloggerkongress hatte es dann gefunkt. Früher hat die Inka mich noch total angehimmelt, ne? Da fand die das noch total toll, ne? Mein Bloggen und das Twittern und so. Die hat mich im Netz voll abgefaved und verfollowt. Noch vor ein paar Jahren war Tom ein angesagter Typ. Ich fand aber die Birte viel schöner, aber jetzt habe ich die Inka und das Kind am Hals. Ich glaube, das war ein Fehler in der Matrix. Auch Inka ist ein wenig desillusioniert. Ja, ich habe damals gedacht, der Tom, das wäre mal nicht so ein Loser wie die ganzen Arschlöcher vorher. Ich meine, der hatte eine Menge Follower und war Blogger des Jahres und so. Ich fand den auch süß irgendwie. Ich bin ja bei Twitter das Megärchen, ne? Und der Tom, der heißt Wikibärchen. Das hat sich voll gereimt. Ich fand das echt romantisch. Und in meiner Glücksnuss stand an dem Tag, die Zeit der Problembären ist vorbei. Ja, scheiße, das hast du voll aus dem Kontext gerissen. Da war nämlich der Knut mit gemeint. Ob der da vielleicht noch gar nicht tot war? Ob der da aber vielleicht trotzdem schon in dem Kontext stand? Die gemeinsame Tochter ist 2 Jahre alt und heißt Fiona. Das mit der gemeinsamen Tochter ist ja auch Interpretationssache, ne? Die Fiona sieht nämlich aus wie Inkas Ex-Freund. Ey, Tom! Ey, ist das etwa meine Schuld, dass die aussieht wie der Tim? Tom arbeitet heute freiberuflich als Simulator für das Verteidigungsministerium. Er stellt 4-dimensionale Modelle für sämtliche Kriegsszenarien der Welt am Computer her und findet darin Erfüllung und Befriedigung. Im Afghanistan-Programm, da habe ich mir mal über 500 Leben erballert. Das ist absolut High-Level, Leute. Ey, vielleicht werde ich bald der Warlord of World War oder sowas. Aber auch die politische Arbeit ist ihm nach wie vor wichtig. Ich bin ja hier in Friedrichshain der Vorsitzende der Baustelpartei, ne? Wisst ihr, was das ist? Das ist ein ganz spießiger Kinderbastelclub. Nee, Inka, das ist es eben nicht. Das ist nämlich die Demokratisierung des Produktionswissens. Ey, wir erbausteln voll das Menschenrecht. Politisches Engagement wird bei den Doofmenos großgeschrieben. Tom hat sogar mal eine E-Petition für die Abschaffung der Balsaholzsteuer verfasst. Inka ist in der Medienmädchenbewegung aktiv und macht in ihrer Freizeit gerne E-Quilting. Wir basteln uns den Bundestag vom Fundament bis unters Dach, ne? Aber so als Raumschiff Enterprise, ne? Das ist unser politisches Projekt. Und wenn ihr da mitmachen wollt, ne? Da würde ich mich total drüber freuen, ne? Da müsst ihr eure Limo und
Konto aber selber mitbringen. Das können wir nicht auch noch alles bezahlen. Da könnt ihr ruhig mal einen Eigenbeitrag leisten. Also wir treffen uns dann nächstes WE, ne? Im Treptower Park. Ob das vielleicht Treptower Park heißt, ob mir das vielleicht scheißegal ist. Ein weiteres Familienmitglied ist der durchgegenderte Hündinrüde Fuchur. Fuchur ist aufgrund veganer Ernährung psychisch etwas auf den Hund gekommen. Ey, der verpeilte Köter, das ist voll die Transe. Das ist keine Transe, der ist intersexuell. Wann begreifst du das endlich, du Doofmann? Und der hat voll den Affen nach Fleisch, ne? Deswegen stecke ich dem heimlich immer eine Wurst zu. Was machst du? Ne Wurst. Ich spinnst du? Ich will nicht, dass der Fleisch isst. Meat is Mörder. Was? Meat is Mörder. Fleischfresser sind Mörder. Ja, aber das heißt doch gar nicht Mörder. Was heißt nicht Mörder? Na, Mörder. Mörder heißt nicht Mörder. Merkst du eigentlich, was du für eine Scheiße redest? Mörder heißt nicht Mörder. Ob du vielleicht gar kein Englisch kannst? Ey, ob ich vielleicht Programmierer bin? Natürlich kann ich Englisch. Ob das Programmierer-Englisch vielleicht gar kein richtiges Englisch ist? Ob das vielleicht und ob richtiges Englisch ist? Wenigstens ein Familienmitglied steht bedingungslos auf Toms Seite. Der von ihm selbst programmierte Computer namens Bird 9000. Das ist kein Computer, das ist ein Personal Smart Hybrid Pod Tool. Ey, wie so oft soll ich das noch erklären? Der Bird 9000 läuft mit einem energiesparenden Litchi-Antrieb und ist vielseitig verwendbar. Du Bird. My Master. Irgendwie geht mir die Inka voll auf den Sarg. Shall I kill her, my Master? Wie meinst du das? Hasta la vista, baby. Ey, das kannst du doch nicht machen. Nothing is as powerful as an idea whose time has come. Click. Tom hat auf seinem Personal Hybrid Pod Tool ein Anti-Inka-Programm installiert. I will protect you against any alien force in your family. Ey, die Inka ist doch kein Alien. Negative, she's an alien. Echt? Positive. Ey, du, das finde ich aber irgendwo auch wieder interessant. Hat die auch so voll das ätzende Blut und sowas? Positive. Come on, Master, get some nuts. Show her who's the boss. Ey, das sagst du so, ne? Aber ich krieg dann immer den Ärger, ne? Let me eliminate her for you, Darth Doofmano, click, Imperator of the Universe. Ey, sei doch nicht immer so förmlich, ne? Also ich bin der Tom, ne? Positive. Call me Bird, click, how can I help you, click, Daddy. Ey, der hat Daddy gesagt, ne? Obwohl ich den da gar nicht drauf programmiert hab. Positive. Give me some instructions, please. Click, Daddy. Na, dann hol mir erstmal eine Bionade. Positive. Click. Bionade for my master. Der Bird, ne? Der holt mir jetzt eine Bionade. Wer will auch eine? Und das war der erste Teil unserer Sendereihe, die Doofmännos. Die nächste Folge hat den Titel Im Reich der Inka, die Macht der Medienmädchen. Guten Abend.